Ich grüße euch und herzlich willkommen heute mit einer neuen Reaktion, oder besser gesagt zwei, einmal auf Exploding Hamster und einmal auf Great Book of Grudges. Und dem Hamster, dem ist hier aufgefallen, dass die Einheiten Bass bekommen auf den Mauern, was auch durchaus Sinn ergibt und Creative Assembly endlich mal gut gemacht hat. Mir ist das in den Patch Notes schon aufgefallen, und zwar bei den Kampagnenänderungen. Dort stand auch für die Zwerge, dass die Zwergenkrieger jetzt erst mit dem ersten Armeegebäude gebaut werden, also ausgebildet werden können, mit der Armeekaserne auf Stufe 1. Früher war das anders, da konnten die Zwergenkrieger schon mit dem Zwergenhauptgebäude ausgebildet werden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das geht nur noch dort jetzt mit den Bergwerkern. Jetzt kommen wir zur Reaktion, und zwar Great Book of Grudges. Der hat ja ein Posting aufgefangen von Creative Assembly. Übrigens den Namen, den finde ich, also die Namen, die finde ich sehr interessant. Lord of Breath und Egrim van Horstmann Fan. Ja, auf jeden Fall, Siege bedarf mehr Aufmerksamkeit und bekommt auch mehr Aufmerksamkeit. Und ich weiß jetzt nicht, was der Great Book of Grudges da jetzt noch 8 Minuten erzählt hat oder spekuliert hat. Und dafür würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach mal dort rein. Let's go. Hello everyone and welcome back to the Great Book of Grudges. My name is Nathan and we have some news that came out yesterday actually. You see, Rich Aldridge, one of CA's lead developers, decided to go onto the Reddit and have a little bit of a gander. And there was a comment that struck out to him. The comment was, so... Das machen die Entwickler übrigens öfter. Die schauen danach nochmal in die sozialen Medien, was dann nochmal für Fragen aufkommen. Und dann gibt es meistens so eine Ergänzung im Nachhinein nochmal. Das ist nicht das erste Mal. Das gab es schon sehr häufig. They really are just going to leave Tzeentch in the dust and not talk about it then? Which is in reference to Shadows of Change not really being the best for Tzeentch. Well, his response was... We have some other focuses right now, but we are aware that other factions outside of the ones we mentioned in the video, and including Tzeentch, are still very much deserving of some added attention again in the future. This is actually very good news, because yes, Shadows of Change didn't really bring in a lot for Tzeentch in terms of quality of life updates. It was decent in terms of content after 2.0, because we finally got some Lord and Hero options, we finally got ourselves the Mutative Vortex Beast and a few other things. But yeah, the campaigns overall need to get a few fixes here and there. Now, ja, wenn ich dann noch an den Anfang denke von Shadows of Change, das kam wirklich nicht sehr gut an und zwar auch leider etwas zu wenig, aber inzwischen muss ich sagen, Shadows of Change, das DLC, das gefällt mir sehr gut. I don't think that this means that Tzeentch is going to get more DLC in the future, mostly because, well, there's not a lot of stuff missing for Tzeentch. I've been looking around, the Fireworm is... Ja, für Tzeentch fehlt noch viel, das stimmt. Wir haben hier zum Beispiel einen Namen, den sehen wir hier ganz oben, Egrim van Horstmann, der fehlt auf jeden Fall noch, mit seinen Kabalen. Und ist ein sehr interessanter Charakter, den kann man auch gerade noch mit einer Mod spielen. Mit Mixus Legendary Lords und der hat auch sehr viele legendäre Items und hat einen Drachen und hat Troll-Experimente gemacht und hat Kamale, deren Kulte auf der ganzen Welt verteilt waren. Also das ist wirklich ein Charakter mit sehr, sehr viel Potenzial. Missing a few other things, but nothing that would justify a DLC, unless Games Workshop step in once again and create some new content for Tzeentch. This is not old world stuff, but rather, you know, just generic new makings. The Doom Knights of Tzeentch, for example, are brand new units in terms of flying on discs and so on. They've done some new stuff for Tzeentch, it's possible, but really, Tzeentch doesn't need a DLC, in my opinion. What I would say. Er bestätigt auch, dass es noch mehr Einheiten gibt auf den fliegenden Discs. Ja, die gibt es. Und ob wir die noch bekommen werden, das steht natürlich in den Sternen. Is an update to Kairos to have access to more Cataclysm spells, as he's supposed to be the biggest spellcaster. Ein Update für Kairos, da stimme ich ihm zu. Der Anfang mit Kairos, der ist wirklich, also auf einem hohen Schwierigkeitsgrad zumindest, ist er wirklich auch sehr knackig. Ich hatte da am Anfang auch meine Probleme. Also wenn man jetzt Kairos auf sehr schwer oder auf legendär anfängt, das ist schon nicht ohne. Man kann es umgehen, diesen Start, weil, also man kann es sich zum, wie soll ich sagen, man kann ihn ein bisschen anders gestalten, sage ich jetzt mal. Ob es jetzt leichter ist, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil auch das birgt später seine Problemchen. Und zwar bekommt man hier am Anfang immer einen Kult. Der ist dann meistens irgendwo im Norden.
Und mit diesem Kult könnt ihr euch dorthin teleportieren mit Kairos. Das macht den Start anders, aber jetzt, ob er jetzt leichter dadurch wird, also bei mir war es leichter geworden dadurch, ja, weil unten die Ex-Menschen, weil, ja, die Ex-Menschen sind halt sehr großes Problem, auch sehr schwer und auf legendär. Es ist halt wirklich, also ich hoffe, die Startposition von Kairos, die wird nochmal angepasst, ja. Maybe fix around his skill tree and so on, because it. Was mich halt auch stört bei Kairos ist, in den Multiplayer-Schlachten, da hat er nicht seine eigene Zinch-Lehre, beziehungsweise er selber hat ja eigentlich gar keine eigene Lehre, aber er halt hat die klassische Zinch-Lehre nicht, also die Magielehre meine ich, sondern er hat halt von anderen Magielehren Zaubersprüche dabei. Und das finde ich halt schade. Makes no sense to use skill points on items to get other spells. In all honesty, he should just have access to all the spells, but maybe in a stripped down way, because if you didn't know, Kairos has access to like the most laws of magic on the tabletop. This isn't Warhammer Fantasy. So make him even more of a terrifying spellcaster that he's supposed to be would be kind of thematic and obviously just a lot more reason to play him again. A lot of people aren't playing Tzeentch, and there's very good reasons for that. Now, in terms of the Changeling, I think two things could be done to make it much more enjoyable. One, a toggle to allow for you to play the Changeling as its current campaign, you know, being a sneaky, sneaky boy, or... Ja, der Changeling ist so ein Ding für sich. Einige lieben ihn und einige hassen ihn. Das ist halt nicht der Kampagnenstyle, den man ursprünglich spielen will, ja. Have the generic Tzeentch faction playstyle. Because the character itself is quite fun, but the problem is that it's very difficult to lose. And I think something like that just really takes the fun out of a Total War campaign. It's not like you're going to be losing anyway. The majority of you watching this video have a lot of time under these games, and yeah, you know how to play, but the feeling that, yeah, you can't really lose because your faction is hidden away kind of kills off incentivization. Another reason for this also would just be, well, the Changeling has such a unique campaign, but it's very much a one and done. You've played it once, you're very likely not to play it again. I guess it's too unique. Maybe that's just me. Maybe some people do play the Changeling fairly often. And I just think that having the option is just going to be better than not having it. Same thing could be said if they are very much married to the idea of the standard campaign that he's currently have. Have a toggle at the beginning, or at least a option to teleport to different locations to start in a different theater, so the campaign isn't always in the same location. Variety is of course the spice of life and it's desperately needed. Das finde ich wiederum gut, dass er sich schnell an andere Orte teleportieren kann mit dem Changeling. Das macht die Kampagne auf jeden Fall vielseitiger. For their character. I've played the Changeling twice on stream and really don't feel a reason to go back. Kairos, however, I have gone back to because I quite enjoy him. He could do a few touch-ups, as I said before, but I do find him quite fun. Like I said, I don't expect another DLC for Tzeentch, but what I would expect is an FLC Legendary Lord as a way to say, hey, we're sorry for Shadows of Change once again. Here's the character that you guys were all expecting, Egrim Van Horseman. Why Egrim? Well, he's very popular. Creative Assembly are fully aware. Ja, der ist wirklich sehr beliebt. That people have been asking for him constantly, because people are still asking for him now. And to be honest, there's not really another Tzeentchian character which kind of fits here. And it would just be nice to get some mortal legendary lord for the Mono God faction with his own bespoke mechanic about cults, essentially the cult of the Purple Hand and so on, as we're now aware that Creative Assembly are looking towards the cult system and wanting to change it around. So if they change it around and rework it. Ja, das mit dem Kultsystem, das habe ich ja eben schon erwähnt und so. Und Egrim von Horstmann hat halt aufgrund seiner großen Lore sehr viel Potenzial in die Kampagne auch eingebunden zu werden. Then have a more powerful version with some extra additions for a character like Egrim. Well, perfect. And yes, I'm pushing the Egrim agenda mostly because every single Monogod faction should have no less than three legendary lords, in my opinion, as again, variety is the spice of life. It will add for more reason for you to play those factions, and really, it would be a massive shame if Tzeentch got stuck with just two legendary lords. They have said that they know people want loads of legendary lords, and in fact, we do. It would be nice to get as many as possible, and they seem to be quite keen on that. I think they finally realized with the sales of Thrones of the Decay that people want loads of characters. Remember that a small while back, they actually did say that DLCs would be smaller, but it looks like they've changed their mind on that, which,
thank fuck they did. I like. Ich denke auch, dass sie diesen Charakter hier, wenn sie ihn reinbringen, dann als DLC reinbringen und nicht als DLC-Lord, weil dafür ist er halt einfach zu beliebt. The rest of you watching this video want to see this game supported as much as possible, and more characters is more playtime. I've put a lot of hours into this game. I've taken a little bit of a break recently, but that's mostly... More characters, more playtime. Oh, das hat er gut gesagt. Aber wir haben jetzt bald über 100 legendäre Lords. Also, das ist schon eine Masse an Content. Wenn man sich jetzt alle drei Titel zusammenkauft und dann noch alle DLCs dazu zusammenkauft, also sollte man übrigens besser immer im Sale machen, ansonsten wird es sehr teuer, dann ist das schon eine unglaubliche Spielzeit, die man da reinstecken kann. Und ob das irgendwann Total War Warhammer 40k noch größer machen kann, das glaube ich ja. Aber das würde natürlich auch viel länger dauern, ne? Because it's getting way too hot and I need to go outside. Yeah, I know. Sounds weird for a Warhammer YouTuber to say that. But when a shiny new character comes into effect, I want to play that for no less than 40 hours or so. It's how I've always been. And then usually after some updates, I usually come back to other characters. I've been playing a lot of Karl Franz and Balthasar Gelt lately because the reworks are really fun for them. Getting some fixes coming in for Tzeentch might help redeem Shadows of Change. I know a lot of people are a lot more happier now since the 2.0 patch, and so am I, actually. I think that the additions are quite good. I like the Kislev additions. I quite like the Tzeentch additions too. And the Cafe ones, I mean, yeah, awesome. However... Mit Kaffee hier meint er mit die Karteiergänzungen. Nicht wundern, manchmal ist die Übersetzung ein bisschen merkwürdig oder hier auch Tzeentch, wie das hier geschrieben wird, ja. As I have stated and many people have stated too, I'd argue that it's still not worth the money because the promised fixes never really came into effect. So if fixes start coming in, better late than never, it will start to actually justify the price of the DLC. Now, I'm not saying that they need to do this right away. I'm right now, all I'm thinking about is Corn, Ogres, and Greenskins, to be honest. I'm fairly excited, but it's also very nice to hear that, yes, they've got plans to do stuff like this, to update stuff. Maybe some of those reworks that we'll get in between DLC patches will also be around the fixing up the Shadows of Change stuff, which, in all honesty, just needs to kind of fix up Kairos. Yuan Bo is perfectly fine. I quite enjoy him, even though... Ich bin auch am überlegen, ob es wirklich nicht noch irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, den Changeling für die KI anders einzubinden, weil so wie es jetzt im Moment ist, das ist schon ziemlich lame, ja. Ich meine, gut, wenn er dann ab und zu mal seine Mechanik ausspielt und dich dann in den Krieg reinzieht gegen eine andere Fraktion, das ist natürlich schon gut. Aber ansonsten, der Changeling, der ist halt einfach keine KI-Fraktion, ja. Das ist halt wirklich dann auch schwierig. Und die KI in Total War Warhammer 3, die ist sowieso nicht so gut. He did get nerfed a while. Also nicht gut, aber besser als früher. Back. And Mother Ostenka is much more fun now that we've got access to a unique lore of magic. Her mechanics are quite cool as it stands. I'm still not keen on her start position, but hey, I will rather take the bigger victory that we've got our unique lore of magic and a pretty decent lord option too. I quite like the Druzina. Overall, I'm quite excited about what's been said yesterday, and I'm quite happy that Rich decided to take to Reddit and just provide a little bit more news, because at the end of the day, communication like this is good. This is what we've all been asking for quite some time now. Hopefully it continues. Obviously, there's going to be some Pharaoh news coming in, I think, next week, which I'm looking forward to, because at the end... Oh, Pharaoh news next week. Ja, ich hoffe immer noch auf den Patch von Total War Pharaoh, dass er bald mal rauskommt. Ihr wisst ja, ich habe dazu ja eine Multiplayer-Kampagne geplant mit dem Meistermecher. Ja, nicht Koop. Ich bin gespannt. At the end of the day, I am looking forward to a little bit of Pharaoh news and hoping that the big map is as big as they claim it to be. You know, it'll be fun to play around with that. But, yeah, let me know what you guys think in the comments below. Let's have a bit of a discussion. I do apologize if this video is late. It is, it's too hot down here in Iberia. I need to go to the beach. I'll see you guys very, very soon. Ich will auch an den Strand. Have a good day, guys. Okay, gut. Ja, war ein gutes Video von beiden. Schaut doch gerne bei den beiden mal rein. Ich verabschiede mich damit auch. War doch noch sehr interessant, seine Überlegungen und Spekulationen. Und hinterlasst auch gerne ein Abo bei mir. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.